Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten CSGO Overwatch. Ein Spaß für die ganze Familie. Lasst uns zusammen rätseln, eine gute Zeit haben und Schokolade naschen. Oh, sie kommen alle gerannt. Er mullit erstmal zu. Aha, aha. Gut, gut. Ich will nicht sagen, dass er sie durch die Wand sieht. Aber, nee. Wir warten jetzt mal kurz ab, was er jetzt mit ihm hier macht. Komm, das wäre jetzt natürlich schon ein gefundenes Fressen. Oh! Ja gut, er ist schon so ein bisschen drauf mit dem Fadenkreuz. Also zumindest war er gerade eben eher drauf. Ja. Aber sein Aim ist natürlich... Ja, das ist irgendwie ganz merkwürdig, wie er schießt. Ich raff das nicht. Auch mit den Elites. Hey, gib das Handy. Eskalierfrei. Ah, nur noch 50% Akku. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja, da kommen wieder zwei, die anderen drei gehen auf A. Ich will nichts sagen bezüglich jetzt am Anfang, dass... Wie früh hat er sich gerade geduckt? Ist es so ein Versteck, wenn man da steht und auf den Boden guckt, sieht man einen da nicht, oder was? Der letzte ist auf A, okay. Boah, also er hat so ein total merkwürdiges Crosshair-Placement. Er guckt so richtig hart auf den Boden, wenn er da scheinbar was sucht und schießt mit den Elites so komisch, was eigentlich schon mal komplett unvertrauenswürdig ist. Ja, wer so schießt, peng, 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 das geht nicht. Dann ist man eigentlich schon ein Cheater direkt, das ist logisch. So, was kann man sehr gut an den Elites erkennen. Und ich weiß, ihr wollt auch wieder, dass ich sage, was es für ein Geschlecht ist hier bei diesem Cheater oder bei dieser Cheaterin. Aber da muss ich noch ein paar Movement-Dinger sehen, dass ich das erkennen kann. Gut, sieht weiblich aus. Gut, gut. Ich kann es direkt sagen eigentlich. So wie sie hier anfängt zu diffusen, es könnte ein Mädchen sein. Oh, oh. Ja. Irgendwie. Was ist das? So, einfach mal sich umgedreht und sowas. Es wirkt so merkwürdig. Also nicht Cheater merkwürdig, sondern einfach nur, was wird da zusammengespielt. Also es kommt nur... Oh, es kommt die Bombe da zu ihr. Die Nate ging gar nicht rein. Also, ja gut. Auch diese Drehung und sowas. Man hat auch... Da könnte jemand sein und sie dreht sich um und guckt durch dieses verschisste Crosshair-Placement an. Ist das eklig. Es wirkt so wie auf ganz niedrigen Rängen. Die konnte man hören. Aber die zwei Headshots waren dann wiederum... Sie aimt so ultra langsam und dann aber halt so... Schön auf die Rübe. Wer macht denn sowas? Wer schießt, wenn jemand vor ihm steht? Erstmal grundsätzlich runter auf den Körper und dann in den Kopf. Jeder? Bei mir ist es oft, also es hängt natürlich vom Crosshair Placement ab, klar. Bei mir ist es so, dass ich bereits auf dem Kopf bin und wenn ich dann blöd oder dumm Zeug mache, schieße ich über den Kopf drüber hinweg. Und dann drücke ich nach unten, um wenigstens Körpertreffer noch zu machen. Naja, ich kann hier glaube ich noch nicht viel sagen, oder? Ich denke, es gibt einige, die sagen, ganz klar, hast nicht gesehen, Aimbot. Da! Wie es eben gewackelt hat. Oder war das durch das Sitzen? Das war so... Headshot. Auf die Entfernung mit der Ump. Kann aber auch passieren, ne? Sogar ungewollt, dass da... dass da ein Headshot reingeht. Oh. Ja, ich glaube, da ist doch irgendwie ein Wallhack am Start, oder? Das war schon merkwürdig gerade eben. Diese eine Aktion jetzt hier auf Mitte. Wirklich genau vor ihm versteckt. Ah, da ist einer. Ich gehe außen rum und hole ihn von hinten. Guckt euch dieses komische... Und jedes Mal, wie sie runtergeht, was ist denn das? Die Waffe hat doch kein Ding nach unten. Da stimmt irgendwas nicht. Das ist total merkwürdig. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ist es jetzt irgendeine Aiming-Geschichte? Wer aimt denn nach unten, wenn er auf jemanden schießt? Ping, ping. Runter hoch, runter hoch. Hä? Ich denke, einige von euch können mich da bestimmt erleuchten. Aber da bin ich jetzt wirklich... Da bin ich jetzt gerade wirklich überfragt. Immer wenn der Gegner kommt, macht sie ping, ping. Sau merkwürdig. Ich mach die Maus wieder hier drüben hin. Niemand auf B. Das heißt, easy going für sie. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ne? Da läuft jemand über T.
könnte vielleicht zu ihr kommen, aber ich glaube, so weit geht ein Warlock nicht. Ich habe schon Beispiele gesehen, Beispielvideos, wie weit Warlocks gehen. Sie gehen nicht über die ganze Map, wie vielleicht mancher denkt. Sie haben tatsächlich nur eine bestimmte Distanz, weil das Spiel das einfach limitiert. Durch die Informationen, die abgefragt werden und hin und her. Aber die Gegner spielen auch saukrum. Ich spiele gegen Bots, der kommt so reingerannt. Hallo! Hat gar nicht reagiert. Hinterher kommt, das hört man sogar voll. Ich bin fast dazu verleitet. Leckt's jetzt gerade, oder was? Ich bin fast dazu verleitet. 14,8. Geht. Ist vollkommen in Ordnung eigentlich. Ich bin dazu verleitet, ich würde am liebsten sogar Warlock und Aimbot drücken. Das wirkt so sau merkwürdig, so ganz schwammig, komisch. Wer spielt denn so? So, was ist das? Was war das? Und dann gehen solche Shots nicht rein. Ich raff das nicht. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch zu unsicher, um was zu drücken irgendwie. Also dann lieber nichts, ne, wenn ich mich zu unsicher fühle. Ich werde jetzt hier nochmal ganz, ganz genau drauf achten. Ich hoffe, die Runde geht noch ein Stückchen. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon geschaut haben. Ja, doch, das könnte die letzte Runde sein. So von der Zeit her, meistens gehen die Overwatches 7-8 Minuten. Die lasse ich ja ungeschnitten, damit ihr perfekt mitentscheiden könnt. Das habt ihr ja schon gesagt, das ist euch so deutlich lieber. Und die gehen meistens so im Schnitt 8 Minuten. Also das ist wohl die letzte Runde. Wahrscheinlich Frack zieht es einen anderen. Bip, ist es fertig. Ich glaube, dann kann ich nichts drücken. Vielleicht ein Warlock, vielleicht ein Warlock. Das Up-Aim ist auch total bescheuert. Mal aimt sie so ein bisschen was ab und dann läuft sie aber einfach durch. Da hätte jemand hinter der verschissenen Ding stehen können. Guck mal, dann klappt sowas nicht. Was ist das für... Wer ist das? Was ist das? Warum ist das so? Und gerade eben war sie draufgelockt. Okay, gut. Ich geb einfach... Wisst ihr was? Ich gebe ein Aim. Ich gebe ein Aim-Assist. Guck mal, wie sie voll weit mit dem Fadenkreuz um sie drum herum geht. So aus Zwang. Das war jetzt völlig clear. Also ich... Gott, ist das ein Scheißspiel. Ja, shit. Hoppala. Gott, fast das Mikrofon weggekloppt. Leute, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Das war ich. Jawohl, wir kriegen noch eine Runde geschenkt. Sehr gut, sehr gut. Komm schon. Also das Spielverhalten, das ist total merkwürdig, oder? Es ist ein Aimbot-Verdacht da, weil es auf einmal auf jemanden draufzieht und dieses Aiming sonst so scheiße ist und das Crosshair-Placement so behindert ist. Und dann kommt dieser Ultra-Aim, zack, auf den Kopf, bumm, weg. Und dann kommt das nächste Feuergefecht und da geht gar nichts. Und jetzt kämpft sie ja noch mit der Bombe da hinten auf. Komm, geh ran, genau. Wahrscheinlich hat sie gerade gemerkt, ah, ich hab die Bombe. Oder auch nicht. Die Mates laggen auch voll. Das ist ein echt merkwürdiges Spiel. Das ist fast so merkwürdig wie diese Spiele, wo nur zwei spielen, der Rest AFK ist. Diese Grief Games zum Upranken oder irgendwie sowas. Schade, ich glaube sie... Doch. Was ist das? Merkt ihr, was ich meine? Es sieht so unglaublich schwammig aus. Sie springt und ist genau mit dem Fadenkreuz drauf im Sprung. Hup, hup. Ha. Es kann auch sein, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich mir was einrede. Das ist extrem schwierig, wenn man das live macht, weil man nicht zurückspulen kann. Ihr wisst ja, ich habe ja schon alles versucht, man kann nicht zurückspulen. Und man redet sich dann was ein. Oder auch aus. Das ist auch schon passiert, dass ich gesagt habe, nee, das ist komplett clear. Und ihr habt gesagt, bist du blind? Aber das sah jetzt total normal aus. Vielleicht einfach jemand, der mit einer extrem lowen Sense spielt. Also, nee, ich kann hier nichts drücken. Das ist so ein Mischmasch aus Shots, die völlig normal aussehen, die sogar belegen, warum sie so scheiße spielt. Und dann so ein paar Shots, wo man denkt, ha, was war das? Aber ich lasse es jetzt so, scheißegal. Jetzt müsst ihr mich halt steinigen, wenn es dann in die Hose gegangen ist. Sorry. Sorry, Leute. Schreibt mich nicht so hart, oh. Okay. Komm, wir hauen noch einen kleinen Skin raus für alle, die noch da sind. Oh, Leute. 10 Minuten, 11 Sekunden. Was wird da gleich drunter geschrieben? Ehrenmann! Nee, halt, es ist ja immer Ehrenmann, wenn man unter 10 Minuten ist. Den Leuten fällt gar nicht, die sehen gar nicht, dass ich diese Werbung zwischendrin nicht schalte. Bei mir ist es völlig egal, ob ich ein 10-Minuten-Video habe oder ein 8-Minuten-Video. Bei mir ist es dieselbe Werbung. Ab 10 Minuten kann man diese Werbung schalten, die im Video drin ist, ne? Die das Video unterbricht. Ich mach sowas nicht, weil ich meinen Scheiß nicht unterbrechen lassen will.
Ironwork, von denen habe ich sau viel. Leute, gönnt euch mal so eine Glock 18 Ironwork. Und zwar schreibt ihr hier einfach rein, also auch so beiläufig wieder in euren Kommentar, nehmt ihr Bezug auf das, was ich eben gesagt habe mit diesen 10 Minuten. Ihr schreibt zum Beispiel sowas wie: Ich weiß ja, dass du keine Extra-Werbung schaltest, weil du ein total krasser Boy bist und gar nicht aufs Geld aus bist. Oder irgendwie sowas. Okay, Gott, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.